So, guten Hu, wir haben eine neue Folge der NHL 21 Bier Pro Karriere als LA und wir sitzen hier bei unserem Trainer. Okay, Lange, diese Saison ist zwar noch jung, aber wie würdest du dich bis jetzt einschätzen? Ich finde, ich spiele bis jetzt ganz gut, Coach. Wir werden aber schon mal eine Marke machen. Das hört sich gut an, aber vergiss nicht, dass eine knallharte Liga. Lass dich nicht entmutigen, wenn es mal nicht läuft. Okay. Sehr schön, wir haben was für unsere Marke getan. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann mach euch mal vom Acker. On the streak, can they extend it? Can they make it 11? And all eyes, at least mine anyway, are going to be on. So, wir spielen jetzt gegen die Philadelphia Flyers. Und ja, auch da soll natürlich ein Sieg raus und wenn es geht natürlich auch mal wieder ein Tor für mich, weil ich hätte da schon gerne ein paar mehr Tore, weil ich bin ja schließlich Scharfschütze und nicht Scharfvorleger. So, jetzt spiele ich gegen einen meiner Lieblingsspieler und zwar gegen Claude Giroux. Kann mich noch gut an seine Lockout-Zeiten bei uns in Berlin erinnern. Mit Dan Lapierre zusammen, das war... Ja, die haben schon auf dem Eis gezeigt, was sie können. Das hat Spaß gemacht. So, da ist er. Meister Heidi. Und guckt dumm in die Welt. Das kann er nämlich am besten. So ein Quatsch. Doch, schön gemacht. Schlecht gemacht. Jawohl. Jawohl, dann machen wir halt einen Assist, wenn es mit dem Tor nicht klappt. Und wieder an zu Kupita. Geht doch. Geht doch. So. Na, was will der Laberkopf? Wir sitzen unter Druck, jetzt nur nicht nachlassen. Nee. Also so mit Versprechen von Torgeschießen, das lasse ich lieber. Das kann so nach hinten losgehen. Wie letztes Spiel, kein Tor gemacht. Und das mag ich nicht. Ich verspreche brechen, Quatsch. Ich breche Versprechen nur ungern. Um nicht zu sagen, gar nicht. Hupala, ich war das nicht. Naja. Kann ich mein Punktekonto wenigstens hochschrauben. So.
Schlechte Disziplin, minus 1% geht immer noch. Schlimmer wäre, wenn sie den um 25% oder so, was wir ja auch schon hatten, untersetzen. Da, das würde mich mächtig rinreiten, aber so. So ist alles in Ordnung. Ach so, ja. Natürlich dürfen sie kein Tor schießen, ne? So, jetzt sind wir da bei 5. Wir kommen wieder. Keine Frage. Das war ein bisschen in den Rücken gespielt, Meister. Ja, schön, jetzt fahren wir uns noch selber über den Haufen. Ich sag ja, ey, echt, die Mitspieler-KI ist manchmal doch ein bisschen seltsam. Mist. Jawohl. Schön gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Banke. Und Bratwurst essen oder so. Hoppla. Aber erst hat er noch in die Schulter gebissen, bevor er gepfiffen wurde. Also richtig toll sieht die Bilanz von Philly aber auch nicht aus. Ja, natürlich. Er ist doch völlig bescheuert. Ist doch völlig bescheuert. Was die alle können, ey, das ist bemerkenswert. Magic, da fragt man sich natürlich, warum die dann in den letzten Spielen so schlecht waren. Aber das werden uns auch nur die... Jawohl, Assist. Taylor Hall. Sehr schön. Ja, zu Hause sind wir eine Macht. Das ist, wenn du einen Pass forderst. Das war eigentlich anders geplant. Eigentlich sollte er direkt aufs Tor kommen und nicht abgefälscht werden. So, Ende im Gelände, führt erste Drittel. Wir führen 2:0. Da gibt es zu Recht Standing Ovation, wenn wir wieder das Eis betreten. Da gibt's eine. Anstatt dann zu mir zu passen. Also ich gehe mal davon aus, dass es kein 8 oder 10 zu wird.
Das war ja auch eher ein Schüsschen, aber ich wollte auch mal wieder was dazu beitragen. Chiru. Ja, natürlich, aber. Hä? Wo ging der denn hin? Das war irgendwie anders geworden. Eigentlich wollte ich auf den Verteidiger, der so schräg links unter mir stand, spielen, aber irgendwie. Mach. Ist. Bier. Ja, gut. Na gut, na gut. Dann ist das halt so, ne? So, da steht es dann nach dem zweiten Drittel 2 zu 0. Relativ knapp sind wir schon anders. Oder haben wir schon anders kennengelernt? Zumal Philly auch nicht mehr so die Top-Mannschaft in der NHL ist, aber. Allerdings auch bei uns ab und zu mal so reines Unvermögen. Ja, natürlich. Ach, Leute, ey. Ist nicht wahr. Der hat den Pass abgefangen. Na sicher doch. Ey, sowas ärgert mich dann immer. Was macht er denn? Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das war jetzt ein Tor, das sollte fallen. Da konntest du nichts machen. Der spielt da einen völlig wahnsinnigen Pass direkt auf den Gegner. Zeichen. Dass das Tor gescriptet war. So was regt mich dann immer auf. Ja, natürlich. Ersten Pokecheck passiert überhaupt nichts. Der fährt da lustig mit dem Puck weiter. Ach ey, ihr seid doch bescheuert. Echt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also es gibt so Momente, da möchte ich wirklich so mir einfach bei einem Programmierer von EA Sports schnappen und den fragen, ob er irgendeine Ahnung hat von dem, was er da tut. Da drüben ist die Bank. Ja, was macht er denn da? Ey, das glaube ich alles nicht. Ja, na klar. Ach, Leute, ey.
Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Die Rangers hauen wir 10 zu 2 weg und hier kriegen wir natürlich nichts mehr gebacken. Das ist so klar, das ist so klar. Herzlich willkommen, liebes Momentum, auf meinem Kanal. Ist das zum Kotzen. Ich bin ganz froh, dass ich nicht an jedem habe Tor schießen. Er hätte jetzt aber alt ausgesehen. Schlecht gezielter Schuss, deswegen muss er nachgreifen. Ach Leute, ey. Da hätte ich auch gerne mal eine Aufstellung oder eine Erklärung, wann ein Schuss als schlecht gezielt und wann ein Schuss als... Guter Schuss. Der ist meilenweit am Tor vorbeigegangen. Natürlich. Natürlich kriege ich den Puck nicht. Ey, warum spielt der den denn nicht einfach ab? Jawoll. Aber das hätte man jetzt schon viel, viel früher machen können. Mal mit Profis arbeiten. Ja. Wird das heute noch was? Drei Assists im letzten Spiel. Sometimes that's not easy for me to do, but this is just a good all-round game, right? And I don't just look at the score sheet. It's great to be putting up points, but I'm more concerned on if he's putting in the effort, right? Is he back-checking? So, wir können, wenn ich das richtig sehe, Training, genau, 11 Stunden. Was nehmen wir denn da? Ja, warte mal, passen kann ich schon ganz gut. Wir probieren es mal mit dem. Genau. 3 Stunden habe ich noch. Sehr schön. Well, some fun, some drama, 160.000. Na, ich warte mal ein bisschen. Halt. So. Ich sag da mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.